Ey, Digga, ApoRed, das ist nicht dein beschissener Ernst. Von einem hoffnungslosen Fall in den nächsten hoffnungslosen Fall. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Es sieht aus wie eine Katastrophe. Die ersten Sekunden dieses Videos von 8 Minuten 26 deuten sich an, als wäre es eine Katastrophe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ich mich frage ist, ich meine, die Kleidersammlung, okay. Aber der Einkaufswagen? Bruder, das ist sein Siebtwagen, mit dem er denn da die Klamotten zur Kleidersammlung gebracht hat. Ich bin sehr gespannt, auf was auch immer hier, auf was auch immer das jetzt hier wird. Eins. Ja, moin Leute, Apos auf, Trocknerstadt, mein lieben Freunde, mit einem weiteren... Bruder, wer hat das Video? Warte mal. Eins. Ja, moin Leute. Warum ist der Anfang nicht richtig geschnitten? Ist kein Rechner mehr da, um das Video zu schneiden? Eins? Da hat jemand an der Kamera runtergezählt. Grüße gehen raus an seinen Bruder wahrscheinlich. Wir legen los dann. 3, 2, 1. Moin Moin Leute, ApoRed auf Trocken am Start. Und es wurde dann einfach nicht richtig gecuttet. Mit einem weiteren leckeren Video. Verzeiht, dass ich so lange weg war. Bin ein bisschen krank geworden. Eine harte Grippe hat mich erwischt, aber alles easy peasy. Es wird da viel Müll über den... In aller echten Berichten. Aber das kenne ich, bin ich gewohnt. Schon seit... Was ist mit der Qualität, Digga? 10 Jahren, Freunde. Ist halt normal. Ist, glaube ich, normal, wenn man einfach der Main Character ist. Also, erste Frage: Haben Sie die 4K-Kamera gepfändet? Ist das in der Insolvenzmasse? Und wird hier noch mit einer Legria aufgenommen? Aber es gibt das viele Leute, die sagen: Red, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Ja, ja, das, da gehöre ich dazu. Genau, warum, genau, nimm, ja. Bla, 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 ne? Ja. Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen: Red, du bist Brokey Mokey. Ja. Aber machst du auf Richie Mitchie? Ja. Das geht gar nicht. Entschuldige dich mal dafür. Sprich mal Tacheles. Mach mal den realen Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen. Warum schreit er so? Entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. Okay. So wahr ich hier sitze, das mache ich. Das ist ja gar kein Problem. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt, Freunde. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Klar, ihr wisst, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ein Apo-ID, nein, Dingens. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert, alles cool. Was wie fünfstellig? Wo wie fünfstelliger Hase? Treten Hasen in der freien Wildbahn überhaupt in fünfstelliger Anzahl auf? Ich weiß jetzt wo... Hä? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden, die Versicherung hat aufgrund ein bisschen... Ihr wisst ja, ne, Apo, hier ein bisschen verpeilt, hier ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt. Bam, hat sie in den Insi-Modus eingeleitet. Alles cool, alles Chico. Ja, also er redet von seiner Krankenversicherung. Seine Krankenversicherung, die das Insolvenzverfahren bei ihm ausgelöst hat und er jetzt insolvent ist und kein Geld mehr von Leuten einnehmen kann, sondern das eigentlich nur den Gläubigern gibt. Jetzt ist aber das Problem, ja, wo sich jetzt viele denken, aber ja, Dicker, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Ja. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Ja. Das liegt einfach daran, dass hier so... Ja. Ja, so ein paar... Ja. Verkalkulationen am Start sind. Das ist... Verkalkulation? Bruder, das klingt, als hätte ich, über Kleinanzeigen einen Klempner bestellt und ich frage ihn, warum mein Wasser so hart ist. Verkalkulation, Digga, was? Ja, ja, komm, ich bin übrigens der Klempnerhase. Ja, sagen Sie mal, mein Wasser ist übrigens hart. Das ist, wenn ich das rausnehme, wenn das aus dem Wasserhahn kommt, Digga, dann ist das, da habe ich das Gefühl, mir schlägt irgendwas in die Fresse. Das ist ja unangenehm. Ja, ja, Sie haben da ein paar Kalkulationen im Rohr. Was für Kalkulationen? Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert und mega big am Start ist, dann kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen, die aber gerade jetzt gerade gerückt werden. Was für Summen? Ey, ApoRED, der allerverkalkulierteste. Was meinst du mit ein paar Summen?
Wenn wir nicht alle die Kontoauszüge gesehen hätten, würde ich ja sagen, wir wissen es nicht. Und es ist ja kein, es ist reine Spekulation. Aber wir wissen schon, wir haben die Kontoauszüge gesehen. Und dein Anwalt hat Mimi angeschrieben, hat gesagt, er soll die Kontoauszüge, die also echt sind, ein bisschen besser schwärzen. Wir wissen es doch. Was für verkalkuliert. Das Netflix-Abo wurde zurückgebucht. Netflix. Da nix mit fünfstelliger Hase. Das Netflix-Abo wurde zurückgebucht. Was? Was wie fünfstellig? Also die werden gerade Grase gerückt und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Easy-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Okay. Aber den Easy-Modus kannst du doch nicht deaktivieren, bis du nicht die Gläubiger komplett bezahlt hast. Und mit welchem Geld machst du das? Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Ja. Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid. Apo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid. Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht AOH 1, 2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen. Der weiß ganz genau Bescheid, den Red, den gehört hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da, also... Der weiß Bescheid, dem Hasen geht's gut. Okay, und darum wohnt er in der Sozialwohnung, der Hase? Weil es dem Hasen so gut geht, muss die Frau vom Hasen Hartz IV beantragen? Ich bin verwirrt, Digga. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Digga. Ja, schon. Der weiß, ich bin Millionär. Okay. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist einfach Fakt. Okay. Das ist einfach ein Fakt da. Das ist de facto. De facto. Und was soll ich noch großartig dazu sagen? Deswegen gibt's ja auch nichts zu entschuldigen nach dem Motto, tut mir leid, Freunde, ich habe ja die ganze Zeit den Richie gespielt, aber ich weiß gar nicht. Das ist gar nicht der Fall gewesen, Freunde. Okay. Apo RED. Digga, was heißt denn für euch Rich? Ich laufe hier fresh gestylt herum die ganze Zeit, esse hier den feinsten Hasen. Ist ja alles nicht schlimm. Ist ja alles cool. Ob der eine Thunfisch aus der Dose ist, mache ich ja auch manchmal. Ist ja alles cool. Ich esse den feinsten Hasen vor einer gewerblichen Sammlung von Kleidungstextilien? Apo RED, der Allerechteste, ist sogar mit seinem Sechstvasenwagen vorgefahren. Achtung. Aber Fakt ist, ich habe nie was gespielt. Ich habe nie was gespielt, Bruder. Rich heißt, also für mich sowieso, jeder in Deutschland ist rich, Digga. Wenn du, keine Ahnung, aus Bangladesch oder sonst wo kommst, wo, Digga, Armut hart ist, das ist natürlich ein anderes Level, das ist wirklich arm. Für mich sowieso, rich ist jeder in Deutschland. Aber? Ja? Wir wissen ja, Apo RED, super rich, ne? Was? Hä? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja auch alles cool. Da habe ich nie was gespielt. Ne? Kennt ihr so Leute, die so übelst den Film schieben, wenn ihr irgendwie mal wieder mit der Bahn gefahren seid und ihr lauft so auf dem Bahnhof raus? Und irgendwie gibt es diesen einen Dude, der irgendwie vor der Kleidersammlung steht und übelst rumschreit und mit irgendjemandem redet. Ihr wisst aber nicht mit wem und ihr versucht ihn zu ignorieren. Aber er kommt immer ein bisschen mehr auf euch zu und er schreit euch irgendwie an, weil er irgendwie glaubt, euch irgendwie zu erkennen. Und ihr so, oh Gott, Alter, hoffentlich greift er mich nicht an so. Das haben sich bestimmt auch ein paar Leute gedacht, als sie hier vorbeigegangen sind. Deswegen finde ich das so ein bisschen dumm, wenn da irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, aber Red so und hier und da und Auto hier. Bruder, ihr kennt mich doch gar nicht. Was ihr alles gesehen habt, war übelste Fassade. Übelste Fassade. Ihr seht hier ein Auto S-Klasse hier, Lambo ja. Da, Range Rover hier. Einkaufswagen dort. Absolute Fassade. Sneaker im Wert von 100 Mille, Klamotten im Wert von 100 Mille. Absolute Fassade. Das, was ich wirklich, also die, ich sag mal, das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten, die habe ich nie gezeigt. Also, gibt der gerade Mimi recht? Hat der gerade, was? Also der Wagen war nicht echt? Der Lambo war nicht echt? Der Rangy war nicht echt? Alles nur Fassade? Ja, okay. Was ist denn dann jetzt echt? Hab ich nie gezeigt. Digga, aber ich weiß, ich hab viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht, ne? Also, alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, gefühlt. Ist das denn diese Controller? Ist das denn die Controller-Firma, unter der du gewohnt hast? Welche Firma meint er?
Ist das diese Erdnussbutterfirma, die so verschimmelte Erdnussbutterpulver wegschickt? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt viele Heidi-Madies habe. Heidi-Madies. Ne, immer so ein bisschen auf den sicheren Hafen gemacht, ne, immer so ein bisschen versteckt, immer ein bisschen geheim gehalten. Mhm. Deswegen, nächster Punkt, den ich natürlich auch ansprechen wollte. Ja. Es gibt halt erstmal nichts zu entschuldigen, weil einfach so diese Hauptkernursache, diese ganzen Theorien, die stimmen halt einfach gar nicht, ne? Okay. Diese Insel. Oh Gott, Digga. Alter, ich fass es nicht. Das Antwortvideo auf dieses Video wird eine absolute Vernichtung sein. Oh Gott. Minsi-Geschichten, das klärt sich alles cool, alles entspannt. Wie gesagt, Insi-Berater weiß Bescheid, dem Hasen. Oh. Dem geht's prächtig, dem geht's mächtig. Und der klärt auch alles ganz entspannt. Die nächste Geschichte ist auch natürlich dementsprechend, es gibt halt viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ich selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denkt nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so. Mache ich gar nicht, ne? Oh Gott, gib mir Kraft, Alter. Gut, dass ich mir Magentee gemacht habe heute. Immer mit der Bearbeiter-Thermoskanne rein, Digga. Da habe ich auch gar keinen Bock. Ich kriege immer irgendwelche Infos von meinen Kollegen, von meinem Cutter hier, von meinem Kollegen da. Der sagt immer, Red, über dich wird das berichtet, Red, über dich das berichtet. Da lache ich oft darüber und hier und da. Ja, ja. Da ist auch meistens nichts Relevantes dabei. Ja. Aber da wird auch teilweise so viel Quatsch erzählt, wo ich echt auch sagen muss, Digga, Leute, das ist das langsam geht in eine übertriebene Richtung, kann ich auch sagen. Am besten auf correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch immer einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen. Ne? Was? Die jetzt so angesprochen werden. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne? Also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Ich habe auch gar keinen Bock, jetzt irgendwie 5 Anwälte einzuschalten, die da 20 Briefe rausschicken oder 100 Briefe. Also. warte mal. Anwälte, die Briefe rausschicken? Da steht ein Miles-Auto links. Wo? Digga. Ey, Digga. ApoRed, das ist nicht dein bescheuerter Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Also, langsam geht es in eine übertriebene Richtung, kann ich auch sagen. Bruder Miles. Bruder. Ey. Das ist nicht sein Ernst. Da steht einfach der Miles A3. Nee, das ist ein VW. Da steht einfach der Miles Polo. An wen will der denn Briefe schicken? Was, an wen will der denn jetzt Briefe schicken? Da steht einfach das Miles Auto. Ist das ein... Das ist ja wohl verrückt. Hat er das direkt von seinem Android-Telefon hochgeladen oder was? Das ist nicht nochmal geschnitten worden, ne? Ach du meine Güte. Am besten auf correct, Digga, kann ich nur nett ey. Drum bitten. Ganz nett drum bitten. Das Miles-Auto, was da steht. Ey, das kann ich, also Zufall kann das nicht sein. Also ich glaube schon, so wie die Kamera sich verhält. Leute, das ist das lang, das geht das lang. Er geht jetzt extra ein bisschen zurück. Das geht in eine übertriebene Richtung, kann ich auch sagen. Also ich glaube nicht. Da steht einfach ein Miles-Auto. Das ist doch niemals unabsichtlich. Das ist ja sass. Was macht ApoRED? Am besten auf correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Ich finde das ja vollkommen witzig. Ganz nett drum bitten. Und er zeigt einfach das Miles-Auto daneben. Ey, ich raff's ja nicht. Eieiei. Nimm doch immer einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Mhm. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Ich persönlich sehe mich eher als Redaktionär. Das ist einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Ich habe auch gar keinen Bock, jetzt irgendwie 5 Anwälte einzuschalten, die da 20 Briefe rausschicken oder 100 Briefe. Mhm. Da hat gar keiner Bock drauf. Ne? Deswegen kann ich nur nett drum bitten, lasst es einfach, weil ganz ehrlich, ich habe da auch keinen Bock immer zu hören, Red, du hast das gemacht, Red, du hast hier gemacht und mit so irgendwelchen Pseudobeweisen. Das reicht jetzt auch wirklich. Ja, also ich werde die Bitte natürlich ignorieren zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich sehe ehrlich gesagt keine, also das sind alles Reaktionen auf das Mimi-Video, was ja auch in sich selbst immer noch funktioniert. So viele zusätzliche Anschuldigungen werden da gar nicht gemacht, sondern es wird immer nur das verarbeitet, was
was in dem Originalvideo gesagt wird. Also gerne, wenn das die Konsequenz ist, in diesem Zusammenhang gerne Briefe vom Anwalt. Er steht einfach auf einem Rewe-Parkplatz vor Kleidungscontainern neben einem Miles-Auto mit einem Einkaufswagen. Also das ist ja wild. Das ist ja wild. Nächster Punkt, den ich ansprechen wollte, ist: Danke nochmal an alle meine Fans, danke an all meine Zuschauer, die immer hinter mir stehen. Wir sind Löwen, ihr seid Löwen, Dankeschön. Ich krieg die ganzen Nachrichten natürlich, wo gesagt wird: Red, wir stehen hinter dir. Uns ist egal, was über dich erzählt wird. Wir wissen, du bist ein ehrlicher, süßer Hase und du lässt dich auch davon nicht unterkriegen. Natürlich, als ob ich mich davon unterkriegen lasse. Das ist alles Quatsch so. Ich versuche die ganze Zeit, die Nummernschilder zu erkennen, zumindest woher das kommt. Ich habe sogar auf ganz entspanntes, ganz lecky schmecky, 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach, jetzt auch in den letzten Tagen. Das ist Hamburg, ne? Ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also ich freue mich auf die lecky schmecky produziertis, Mirtis, Vidi-Midis. Da gibt es auch ein paar Special Guests. Da kommt richtig feinster Creme de la Creme-Hase. Da macht euch mal gar keine Sorgen, ne? Da kommt ein richtig knackiges Häschen, deswegen schaltet da gerne ein. Und ich habe ja schon anfangs, ich habe eine Sache, wo ich mich aber wirklich entschuldigen muss, da muss ich auch ganz real sein, da muss ich auch wirklich bei meinen Zuschauern, bei meinen Fans auch komplett real sein. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und dass ich so wenig Videos produziert habe? Ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich ehrlich, ein Fehler. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte und was auch. Mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht, so wisst ihr meine? Und euch sollten diese Leute auch nicht jucken, euch sollte auch nicht jucken, ob irgendwie Person X, ob er bekannt ist oder nicht, den anderen angeblich mal geschubst hat und das ist noch nicht richtig bewiesen. Das sollte euch eigentlich alles gar nicht jucken. Und ich habe mich ein bisschen davon beeinflussen lassen und deswegen wollte ich sagen, sorry. Ne? Mhm. Von mir gibt es auch gar keine Form von Reaktion mehr. Ich weiß, ich habe sowieso nicht jetzt richtig auf die reagiert. Also ich fand schon, da war eine Menge Reaktionen, die richtig waren. Beispielsweise das mit der Wohnung, beispielsweise das mit den Gardinen, das mit dem, also das waren schon ziemlich krasse Reaktionen. Aber ich finde gut, dass er diesen, also in meiner Ansicht nach ist das auch ein Fehler gewesen, weil das die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht hat. Und es kommt halt ein bisschen spät, aber es ist richtig, was er sagt. Mal hier und da ein bisschen auf HOI, mal ein bisschen mal so ein paar Retox gemacht, aber nicht mal das wird es mir geben. Also gar nichts mehr. Also was jetzt natürlich wichtig ist, ist, dass das auch tatsächlich so gemacht wird, ne? Dass dann nichts mehr kommt. Wenn jetzt natürlich das nächste Exposing-Video kommt von Mimi, was kommen wird, weil dieses Video eine Batterie von Vorlagen dafür gibt und dann nochmal ein Ansagevideo kommt, dann wäre das natürlich schlecht. Deswegen sage ich auch, bitte bewertet auch dann auch nicht mein Schweigen in Zukunft, weil es wird so oder so, in den nächsten 10 Jahren werden die Leute auch so Red erzählen. Bewertet dann bitte nicht mein Schweigen als eine Art von Bestätigung, sondern seht es einfach als eine Art von, Digga, Red ist einfach der allerechte Hase, er ist einfach Main Character und Macher. Ist das eine unangenehme Art und Weise, sich zu präsentieren, dieses Main Character Ding? Also, Bruder, dieser Anime-Film von wegen alles um mich rum ist gar nicht relevant und so, boah, ist das unangenehm. Er hat gar keinen Bock auf diese Goofies und Esel da irgendwie einzugehen, weil er ist Löwe. So. Er ist Löwe. Oh Gott. Er hat keinen Bock auf die Goofies und Esel einzugehen, denn er ist Löwe. Meine Güte. Boah. Wisst ihr, was ich meine? So ist halt einfach so. Ich hab auch keine Zeit für so. Was allerhöchstens kommen wird, ist halt wahrscheinlich mal eine Abmahnung vom Anwalt oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da lass ich mal die Anwälte sprechen lassen, aber ich selber, Digga, ich bin ehrlich, ich hab gar keinen Bock drauf. Ich habe geile Videos produziert, ich habe richtig den Geschmack wieder gefunden. Und deswegen ab dem 1. November werdet ihr euch richtig Creme de la Creme Content erwarten. Da mache ich euch mal gar keine Sorgen. Ich überlege, ob ich noch irgendeinen Punkt hier vergessen habe, den ich noch erwähnen wollte. Ihr wisst, die meisten Videos mache ich voll Freestyle und so, gar kein Skript und so. Aber ich denke, das soll so gewesen sein. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Okay. Ich bin Millionär, Digga. Brokey Mokey, hau hier, haha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Voll-Goofies. Werden niemals auf mein Level kommen, ist halt einfach Fact, Digga. Ich verstehe die Strategie dahinter nicht. Also, was ich verstehen kann, ist, dass man sagt, man will ab 1. November eine Menge
eine Menge Videos produzieren, weil das macht Sinn. Man will die Reichweite aus dieser Aufmerksamkeit, auch wenn sie negativ ist, mitnehmen, um den Dezember voll zu monetarisieren. Nachvollziehbar ist eine relativ offensichtliche Strategie. Ich glaube, auf YouTube ist das ja bekannt, dass der Dezember erheblich in Ad-Revenue knallt. Aber warum sich so präsentieren? Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Also das schaffe ich nicht zu verstehen. Wir werden auch niemals Main-Character sein, weil ihr habt euch selber klein gemacht. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und Tschüssilein. Also sind die jetzt mit dem Miles-Auto in Hamburg vor ein Rewe gefahren, haben sich vor einen kaputten Kleidercontainer gestellt und haben dann ein Video aufgenommen, um irgendjemanden zu memen oder zu trollen. Und der Kleidercontainer wurde gematcht mit der roten Jacke. Ich verstehe nun nicht, was das für eine Sinnigkeit hat. Also, wenn das mit der Insolvenz kein Problem ist, dann ist das schön, weil dann kann man das ja einfach bezahlen. Die Gläubiger warten sicherlich auf ihr Geld und damit ist es dann durch. Aber welcher Millionär, also bei welchem Millionär würde man denn ein Insolvenzverfahren auslösen? Also, hä? Ich raff das nicht. Wir schauen mal, wohin die Reise geht, weil das, was hier gerade gesagt wurde, ist wirklich sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig.